Moin, moin, meine Lieben. Deiche und ich sind heute für euch auf der Gamescon. Ein guter Tag zu sterben. Nicht für uns, sondern für die anderen, die da sind, weil die werden wir alle blatt machen. Gut, wir werden wahrscheinlich auch eine Runde sterben in Battlefield 3, wo wir uns drauf freuen. Aber bevor wir überhaupt die Messe betreten, sind wir noch woanders hingefahren. Und das könnt ihr euch mal angucken. So, nachdem wir den Music Store in Köln auseinandergelegt haben, gehen wir jetzt in die heiligen Hallen der Gamescon. So, wir haben es jetzt endlich geschafft an den wunderbaren Battlefield 3 Stand. Wie nicht anders zu erwarten war, ist hier die Hölle los. Mal sehen, ob wir heute hier noch einen Schuss abgeben können. Was ihr da hinten seht, ist der Fastpass für Battlefield 3. Den kann man gewinnen, indem man mit seinem Handy diesen Code scannt und dann hat man ihn losgezogen. Und wenn dieses Los erfolgreich ist, kann man sich hier den Pass abholen. Hier an der Theke bei diesen netten Damen. Hola, hola. Ja, und dann kann man innerhalb weniger Minuten da rein in diese große, große Halle und kann da Battlefield 3 anzocken, eine Viertelstunde lang. Wenn man sich hier regulär anstellt, ihr seht hier die Schlange, dann sieht es so aus, dass ihr 3 Stunden warten müsst. Denn die Wartezeit ist momentan 3 Stunden und da scheiße ich drauf, weil das ist mir viel zu lang. Wir düsen jetzt weiter, wir zeigen euch jetzt mal den Battlefield Jet, den ihr da hinten seht. Wir latschen mal darüber. Was ihr da hinter mir seht, ist der groß angekündigte Battlefield Jet. Unglaublich geiles Teil. Und ihr seht ja, wie groß das Teil ist. Also DICE und EA haben hier wirklich alles gegeben. Leider kommen wir nicht zum Zocken, aber es gibt da noch einen Haufen andere interessante Sachen. Wir gehen mal weiter. So, wir haben es jetzt hier geschafft an den wunderbaren XMG-Stand. Leider sagt mir das Branding gar nichts. Aber die hauen hier Hardware raus, noch und nöcher, und hier ist voll die Party im Gange. Hier sind wir nun angekommen an dem Stand, auf den ich mich am meisten freue, und zwar Risen 2. Ich finde auch, der ist optisch einer der schönsten.
Ich hoffe nur, dass ich noch zum Zocken komme, denn da vorne ist eine Schlange, die ist ziemlich, ziemlich lang. Aber man kann über diesen Zaun da schauen und kann den Leuten beim Zocken zusehen und sieht auch ziemlich genau, wie das Spiel aussieht und wie es sich spielen lässt. Aber ich finde diesen Stand wirklich Weltklasse. Er hat ein richtig geiles Flair. So, ihr zwei habt also gerade Risen 2 gezockt. Ja. War's geil? Es hält sich in Grenzen. Also ich habe es mir besser erwartet, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Hast du damals das 1er gespielt? Ja. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Im Gegensatz zu den vorigen Piranha-Bytes-Spielen Gothic und so nicht ganz so gut. Aber das Kampfsystem und so macht jetzt nicht so den guten Eindruck, muss ich ehrlich gesagt. Was kann man denn zur Grafik sagen im Vergleich zu Risen 1? Kann man es vergleichen oder ist es viel besser? Man kann es vergleichen. Viel besser ist es nicht. Also ich bin jetzt wirklich ernüchtert, muss ich zugeben. Du schockst mich, weil ich persönlich liebe ja Risen. Ich habe das 1er, bin ich jetzt gerade zum zweiten Mal am Durchzocken. Wie sieht's aus? Irgendwelche Bugs entdeckt? Ja, also den einen, den ich getötet habe, hatte der Stand auf einmal wieder da einfach. Das ist schlecht. Wie hat's dir gefallen? Ja, man muss dazu sagen, ich spiele sonst nicht häufig solche Spiele. Ah, okay. War ganz gut. Ich mag das mit dem vielen Reden und sowas. Also ich habe viel mit den Leuten dort geredet. Kampfsystem bin ich nicht so begeistert. Aber was ich gelohnt habe, ich habe diese Augenklappe bekommen. Ja, sehr wow, beneidenswert. Auf jeden Fall. Wie sind so die Dialoge im Spiel? Wie ist die Sprache? Ist die Sprache gut? Gut gefallen. Schon auf Gothic-Niveau auf jeden Fall. Auch Risen 1, klar. Ah, dann sage ich mal danke an euch zwei. Vielleicht sieht man sich später noch. Haut rein. So, ich bin hier am Sony Ericsson Xperia Stand, wo man Minecraft auf diesem neuen Android-Phone zocken kann. Und hab hier auch, genau so sieht das aus, das ist die neue für Android optimierte Version, und hab hier jemanden, der das gerade gezockt hat. Was sagst du generell dazu? Wie gefällt's dir? Also, Minecraft ist ja generell ein sehr freies Spiel, wo man machen kann, was man will. Und ich denke, viele Leute sind auch ziemlich süchtig danach. Und ich meine, das jetzt einfach so auf seinem Handy mitnehmen zu können, das ist wahrscheinlich schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung für dieses Spiel. Ja. Was ist der Hauptunterschied zu der PC-Version, die man kennt? Ich zocke Minecraft selbst, aber was ist hier der Hauptunterschied? Also natürlich kann es nicht den vollen Computer ersetzen, es ist etwas abgespeckt, aber man kann eigentlich die hauptsächlichen Sachen machen mit Blöcke setzen, Blöcke entfernen. Crafting habe ich noch nicht so ganz ausprobiert, aber ich denke, das wird. Wie ist es so von der Grafik, von der Engine? Läuft es schnell, läuft es flüssig? Und vor allem, wie ist es mit der Bedienung? Lässt sich das gut bedienen? Also es läuft komplett flüssig. Die Grafik ist fast genauso gut wie auf dem PC. Bedienbarkeit, ja, ist etwas ungewohnt mit den Joysticks, aber ich denke, man kann sich daran gewöhnen. Letzte Frage, ich habe gesehen, beim Inventar da unten war ziemlich wenig Platz. Ist das anders als bei der normalen Version? Also man kann jetzt nicht alles setzen, Wolle geht, alles mögliche zum Bauen, aber so gecraftete Sachen wie Öfen, Crafting Tables und so, das ist natürlich nicht drin. Also ist doch eher so ein bisschen an die Klassik-Version angelehnt von Minecraft, ja? Gut, dann noch eine persönliche Frage. Was interessiert dich hier an der Gamescom am meisten? Wo geht's als nächstes hin oder was hat dich bis jetzt fasziniert? Also, fasziniert noch wirklich nicht. Ich bin noch nicht lange hier. Ich wollte mich einfach mal umsehen. Ich bin nicht so der Hardcore-Zocker, der den ganzen Tag am PC hängt. Eigentlich spiele ich auch nur Minecraft und ein paar andere Konsolenspiele, aber das war's doch auch eigentlich. Gut, dann sage ich mal danke und hab noch Spaß auf der Gamescom. Am Stand von Virtual DJ, einer Software, die ich selbst mal benutzt habe. Ich bin schockiert, welche Affen die da hinstellen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber absolute Vollflasche. So, hinter mir seht ihr das Pressezentrum. Ich muss hier leise reden, weil 2 Meter links von mir sitzt